In 8 Wochen zum eigenen Online-Kongress als gefragter Experte wahrgenommen zu werden, obwohl du vorher ein No-Name bist, vielleicht 5.000, 40.000 E-Mail-Adressen aufbauen, 10.000 bis 100.000 Euro zu verdienen mit nur einem Kongress, das ist möglich, ja. Ich persönlich mache 9 Online-Kongresse und ich glaube, dadurch bin ich schon ein Experte und hey, es ist so einfach und du kannst so viele Sachen kombinieren. Marketing, Klicktipp und es ist keine Raketenwissenschaft, weil du brauchst die Experten nur interviewen, stellst das alles online, du kannst die Kongresspakete verkaufen, du kannst Upsells und verkaufen und. Und für wem ist so etwas, hey, du bist sowieso schon Coach oder Trainer oder so und machst deinen eigenen Kongress in deiner Nische, wirst bekannter in deiner Nische und sammelst noch gratis Leads ein. Und es gibt sehr, sehr viele Taktiken, die ich mir beigebracht habe und die ich ausprobiert habe bei meinen neuen Kongressen, was dort am besten läuft. Und vielleicht hast du jetzt auch Bock, einen eigenen Kongress zu machen und auch wer von No-Name zum Experten. Und das hat innerhalb 8 Wochen. Unter diesem Video ist ein Link zum Formular. Melde dich einfach zum gratis Expertengespräch an und wir telefonieren einfach mal und schauen, ob das genau das Richtige für dich ist, für deine Nische. Und ich kann nur sagen, ich habe sehr lange gebraucht, um so einen Kongress zu machen. Und ich, ist ja kein Wunder, ne? Bei neuen Kongressen jetzt mittlerweile, ich liebe Kongresse, sonst würde ich ja keine neuen Kongresse machen, weil es ist halt so einfach, eine E-Mail-Adresse einzusammeln, ein Kongresspaket zu verkaufen, meine eigenen Produkte, mein Jetset-Affiliate-System zu verkaufen und. Und dann noch Kontakt mit anderen Experten aufzubauen, weil ich werde ganz anders gesehen in der Branche, wenn ich dann halt Leute einlade, komm bitte zu meinem Kongress und die kommen auch. Und ich zeige dir auch, wie du das machst. Also, sichere dir jetzt das Expertengespräch mit mir und der Link ist unter dem Video und viel Erfolg.